Herzlich willkommen zum Video-Tutorial Altplan Basiswissen. In diesem kurzen Film zeige ich Ihnen, wie Sie die Datenmenge importierter Swissdopo-Ortofotos reduzieren. Mit den Grundlagedaten von Swissdopo schaffen Sie die Voraussetzung für großartige Projektpräsentationen. Hierzu haben wir verschiedene Tutorials für Sie erstellt. Die Links dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Wir importieren nun ein Ortofoto von Swissdopo. Sie sehen, dies kommt in einer sehr hohen Auflösung daher. Auch die Datenmenge ist nicht unentscheidend. Diese TIFFs befinden sich auf den originalen Landeskoordinaten. Das heißt, das ist ein sogenanntes GeoTIFF und die Kachel hat eine Abmessung jeweils von einem Kilometer mal einem Kilometer. Ich habe mir dieses mal in der Planzusammenstellung bereits abgelegt und wir generieren uns nun ein PDF. Nach kurzer Zeit haben wir dieses erstellt und sehen, dass hier das PDF natürlich auch mit den Originalbilddaten exportiert wird und die Datenmenge nicht reduziert worden ist. Ein naheliegender Entscheid wäre nun, dass wir die nicht benötigten Bildbereiche einfach wegschneiden. Wir machen das gerade mal hier und löschen mir das mal weg. Im Hintergrund ist die Originaldatei natürlich immer noch vorhanden und diese wird nur auf das Altplan-Teilbild projiziert. Mit der Funktion Fensterinhalt als Pixelbild speichern können wir den gewählten Bildausschnitt abspeichern mit einer entsprechenden Auflösung. Ich gehe mal noch hin, schalte mir sämtliche Symbolisten aus. Das können Sie über den Tastenbefehl Ctrl-G generieren und via Ctrl-Shift-S kann ich wieder die Funktion Fensterinhalt als Pixelbild aufrufen. Wichtig ist hierbei, speichern Sie das wieder als TIFF-Datei ab, damit dieses ebenfalls georeferenziert ist. Durch den Tastendruck Ctrl-G können wir sämtliche Symbolleisten wieder einschalten. Sie sehen, unsere generierte TIFF-Datei ist fast um das Zehnfache kleiner geworden. Sobald wir dieses wieder importieren, wird das Ortofoto wieder auf den Original-Landeskoordinaten importiert, wie das Original-Ortofoto von Swissdopo. Wir wechseln nun wieder ins Planlayout und tauschen das bestehende Ortofoto durch das optimierte aus. Als nächstes generieren wir uns wieder das PDF und schauen mal, was mit der Datenmenge geschieht. Die Einstellung belasse ich mal so. Ich generiere den Export des PDFs und Sie sehen, auch die PDF-Größe ist fast um das Zehnfache kleiner geworden. Das ein sehr wertvoller Workflow, aufgrund von dem, dass man die Datenmenge massiv reduzieren kann. Hier noch ein letzter Tipp. In speziellen Fällen ist es so, dass der Projektstandort genau in der Mitte von verschiedenen Kacheln ist. Ich habe hier mal plakativ vier Kacheln gewählt. Ich schalte mal hier die Zielscheibe aus, die ich symbolisch eingeblendet habe. Und wir sehen, dass eigentlich die vier Kacheln hier eine Datengröße von 248 MB haben. Wenn wir dies als PDF exportieren, werden natürlich alle vier Kacheln exportiert, was es doch die entsprechend großen Datenmenge gibt. Auch hier gehe ich hin, generiere mir meinen Bildschirmausschnitt vom entsprechenden Projektstandort, speichere diesen ab und wir sehen sofort, dass die Datenmenge natürlich hier massiv reduziert wurde. Wir sehen, wir haben hier eine viel, viel kleinere Datengröße von unserem Ortofoto, was eigentlich genügt für den aktuellen Bildschirmausschnitt. Weitere wertvolle Tipps wie diesen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Osläufen.